Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Wir wollen eigentlich eine Challenge machen. When Life Gives You Lemons wollen wir machen. Die habe ich erst schon mal versucht. Auch versucht aufzunehmen. War nicht so cool. Ich bringe die alle nur im 2 Meter Radius. Ja, ultra useless. Wenn Life Gives You Lemon ist ganz viel so Autobatterie-Dinger. Also nicht die Autobatterie, aber so Batterie-Items. Und der ist da. Macht eigentlich mit unserem besten Schaden. Mit Chischen. So, ihr seht schon, es macht ganz guten Schaden eigentlich. Wir machen dafür ein bisschen wenig. Und lohnt sich aber insofern, dass wir uns über jedes gute Leertasten-Item freuen. Also vor allem über bessere Balls of Stilus. Also perfekt. Deshalb könnte ich es mir jetzt eigentlich nicht wünschen. Das ist super, dass ich endlich mal einen habe, der nur das macht. Ah, dachte schon. Sehr schön. Oh, Damage up. Unbedingt wollen wir das haben. Ich weiß gar nicht, ob ich den Boss in Rot schon kannte. Das war's dann mit unserem Balls of Steel leider. Sehr schön. Ist halt nur nervig, weil gegen fliegende Gegner wie die hier bringt das Item überhaupt nichts. Okay. Können einmal alles duplikaten. Sehr schön. Kein Kreuz. Ich habe jetzt mal irgendwann nachgeschaut. Ich kann jetzt auch auf den roten Ebenen die blauen Steine erkennen. Ist eigentlich nicht so schwer, wenn man halt weiß, worauf man schauen muss. Ich wusste es halt leider immer nicht, deswegen. Bombe ist ja nett. Ja. Da hätte ich mal das Duplizieren vielleicht hernehmen sollen. Ja. Easy peasy. Ich nehme jetzt das Duplizieren mit und hole mir die Goldtruhe mit unseren 2 Bomben. Hoffnung, dass uns das am Ende mehr rausgibt. Ja, zumindest einige Münzen. Soweit schon mal gut.
Das nehme ich erstmal so dankend an. Wir kommen halt leider jetzt nicht mehr rein. Ich will am besten nicht getroffen werden. Weil unser Schaden mit 5,9 gar nicht so schlecht ist. Hatte ich schon mal schlechteren Schaden auf jeden Fall. Da wären wir schon plus 1 bekommen. Low Stat Up ist in dem Fall Range. Jetzt in den Raum ausgedacht. Nice. Danke dafür. Den nehme ich schon an. Und weil ich habe mich erinnert, wir haben auf dem Herzen hier rumliegen. Deswegen konnte ich da jetzt auch ein bisschen rumgambeln. So, wie viel haben wir da noch? Ein volles. Und nochmal ein volles. Das heißt, wir können in den Stachelraum gehen. Machen wir auch. Und das lohnt sich sowas von. Diese Mistviecher, weil wir nochmal ein Damage abkriegen. Und 3 Blackhearts. Da, Damage ist super gut. Für die zweite Ebene. Jetzt wir nur mal Schlüssel. Bisschen gut. Ein paar Items. So, Katakomben 1. Ich spiele privat jetzt auch wieder viel. Binding of Isaac an meinem anderen Spielstand. Die ärgern mich eigentlich immer drüber. Weil viel sinnvoller wäre es, dass ich hier weiter spiele. Als bei dem anderen, wo ich schon relativ viel habe. Also viel ist voll relativ. Für jemanden, der Binding of Isaac spielt, der würde alle sagen, ich habe ultra wenig. Aber Entschuldigung, ich habe echt auch noch anderes in meinem Leben zu tun. Also, oh, dieses, der hat mir ja direkt verfolgt. Mano. Da in der Raum. Nevermind. So, da ist schon der Boss, da wollen wir noch nicht hin. Also wie viel wollen die jetzt noch in mich reinlaufen eigentlich? Flip aus. Immer noch keine Schlüssel für uns, leider. Das ist gut. Ja, schauen wir gleich in den Shop. Schlüssel brauchen wir für sonst nichts. Ja. Das möchte ich haben. Speed-up ist auch gut. So, da haben wir die Bombe, die ich hier haben will. Sage ich jetzt mal, außer ich finde noch einen blauen Stein. Dann würde ich mir das wahrscheinlich nochmal überlegen. Jetzt! Hau ab, du Mistviech! Mann! Da fliegt es dauernd an meinen Drehen vorbei. Naja. Absolut ein Hassgegner. Für nichts und wieder nichts. So, gut.
aber auch hier haben wir keinen Blanstein. Dann wollen wir den Challenge Room machen. Oh, das ärgert mich jetzt aber, dass der mich getroffen hat. Ein guter Devil Deal hätte uns nämlich wirklich viel gebracht. Hier ist ein Range, ist okay. Und scheinbar 3 zufällige Herzen. Sehr schön. Bei den Spukern habe ich mittlerweile auch so Angst, weil die mich das letzte Mal so verarscht haben. Gut, dann haben wir alles. Und schauen zum Boss. Danke, dass du richtig oft durch meinen Zitronen-Pipi ja durchslidest. Das hilft mir ungemein. Das war ein großer Wurm. Schön. Das wir hier runter. Oh, Nice. Gott, lieber vorsichtig, als ich ganz Battery Pack spawns zwar zu. Okay. Das ist ja eher so, naja, das Item. Gut. Sehr schön. Stelle. Gut. Ich vermute. Rechts den Boss, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang. Nice. Ein Münzlein für uns. Danke für nichts. Hier kann ja zumindest irgendwas drin liegen. Luck up, tears down. Okay, random stat up quasi. Also one stat up, one down. War das dann? In dem Shop auch wieder nur Müll ist. Also Shopglück hatte ich ja irgendwie in den Runs hier noch. Also wenn überhaupt. Dann schon lange nicht mehr.
Gut. Sehr schön, da haben wir endlich mal ein paar Bomben. Gut, auch der war kein Problem. Hier wieder kein Kreuz. Der Pokémon hilft uns schon. Auf jeden Fall wieder. Jetzt laufen wir in den Schuss rein. Nah dran an völlig behindert. Da, gut. Schlüssel für uns. Für unsere Mühen. Und dann wollen wir schon zum Boss gehen, ne? Sehr schön. Ja, die war diesmal gar kein Problem. Damage und Range up. Nehmen wir auch dankend an. Da, vorletzte Ebene von Mom. Ein Game Room. Jetzt ganz so scharf drauf. Da. Ah, die Zecke ist nicht schlecht, zugegebenermaßen. War halt auch nicht so richtig gut. Ungefährlicher Raum. Oh, Entschuldigung. Oh, ich bin leider krank. Schon viel zu lange. Geh da immer rein, um dann zu merken, dass das immer derselbe Raum ist und mir das überhaupt nichts bringt. Ich weiß nicht mal, wie ich mich in so ein Bett reinlege. Ich weiß, dass das einen Effekt hat. Gut, dann gehe ich hier aber rein. Das hat sich voll gelohnt. Danke dafür. Ja, schön. Gut. Ein Challenge-Raum. Oh, ich sehe nicht welche Items. Das kann mich jetzt den Run kosten. Muss aber nicht. Ich keine Ahnung, was ich aufgehört habe. Ah, gab ich Scholar. Ah, ich nehme die Poison Tooth Tier. Glaube ich sogar. Ah, jetzt gleich. Oh Gott, oh Gott. Ja, ist halt blöd, weil unser Lemon, genau da, wo ich es bräuchte, da bringt es mir gar nichts. Und so geht es mir immer mit der Challenge. Läuft da auch noch in den Schuss rein, aber jetzt ist eh schon egal. Speeddown ist
mit die Pille, die ich jetzt eigentlich gesucht habe. Damit den Schuss an und lauf rein. Interessant. Das ist ein scheiß Item. Aber ich kann es wenigstens öfters hernehmen. Also nehme ich es mit. Ja, scheiß Maske, hau doch ab. Wow. Sechs Münzen, das könnte für irgendein Herz reichen, ne? Super. Schön, haben wir hier wenigstens wieder bisschen was raus, weil ich sehe kein X. Nö. Sehr schön. Ja, wir haben zumindest 2 von 3 Guppy-Items angefasst. Aber das will ich auch nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, da war glaube ich sogar das Lemon-Item besser. Gut, tschüss, so ein Scheißraum. Nice. Oh, wenigstens ein paar Münzen, wenn schon sonst irgendwie nur 2 Leben verloren. Das ist überraschend gut in dem Moment. Damit habe ich irgendwie schon gar nicht mehr gerechnet. Weiß nicht, wir haben angeblich so viel Schaden, aber es fühlt sich noch so wenig an. Und mehr traue ich mich da oben in dem Raum nicht. Ach, schlimm genug, dass da schon wieder durch muss. Gut. War's dann auch mit dem. Ja, dann bleibt jetzt doch nur noch der große Raum. Hilft ja nix. Oh, gut. Nix für mich. Alles klar. Ah.
Schade, keine Bücher. Ich habe gehofft, keine Bücher drin. Die hätte ich wenigstens gebrauchen können. Aber ein Pokémon-Item macht. Ah, ich hab's gesehen, nicht reagiert. Aber ist egal. Nice. Einmal in den Shop, weil wir haben. Immerhin 13 Münzen, wollte ich sagen. Jetzt haben wir mehr Münzen. Und einen Shop-Discount. Super. 2 Soul Hearts, die nehme ich schon mit. Und die hätte ich natürlich in der nächsten Ebene nehmen können. Entschuldigung, Nase zu, ich rede komisch. Sehr schön. Muss dich kurz nach meinem Hund schauen. Weil der Kleine verletzt ist und nicht dauernd an seine Wunden hinschlecken soll, aber er hat es nur hingelegt zum Schlafen. So weit, so gut. Gut, nächster Schlüssel, den können wir brauchen. Ja, haben wir es dann. Also. Du machst ja gar nichts anderes mehr, außer rumjumpen. Oh, oh, ja. Tschüss, liebe Seelenherzen. Es hat mir gut gefallen mit euch. Jetzt hätten wir hier den Boss gefunden. Kein einziger blauer Stein. Bin so dumm manchmal. Oh, da sterbe ich wohl. Oh. Ja, das war's. Egal, hilft nix. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Dann probieren wir es nochmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.